Herzlich. Ah. Du bist mehr aufgeregt als ich hier. Ja, Bruder. Sieht so aus. So. Ob dich 700 Kilo am Boden legen oder 750 ist auch schon egal. Wir waren in der WBC Nummer 14 der Welt. Wir waren im Boxrec Nummer 18 der Welt. Wir waren im IBF-Ranking Nummer 12 der Welt. Das hat es noch nie gegeben. Dort hast du nur Amerikaner, Kubaner oder was auch immer gesehen. Jetzt siehst du dort eine österreichische Flagge. Ja, übrigens, er ist gestern 32 Jahre alt geworden. Happy Birthday. Ich wünsche dir, offiziell auf YouTube nur das Beste, mein Bruder. Viel Gesundheit, bleib ein Vorbild für Jugendliche, ein Meister im Leben, ein Champion im Ring. Und so musst du weiterleben. Dankeschön. Danke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir befinden uns gerade im Hero Gym. An meiner Seite der vierfache BBC Asia Champion Mansoor Al-Sayed. Zweifache. Ja, Rabbi, zwei weitere Titel holen wir noch. Allah. Auf jeden Fall. Ich mach mir jetzt neu. Herz. Du bist mehr aufgeregt als ich hier. Ja, Bruder. Sieht so aus. So. Danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute befinden wir uns im Hero Gym. An meiner Seite der zweifache Asia WBC Champion Mansoor Al-Sayed und sein Trainer. Bruder, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Bitte, kein Problem. Wie geht's dir? Alles gut. Wie läuft's? Sehr gut. Sehr gut. Du befindest dich gerade ja in der Vorbereitungsphase für deinen bevorstehenden Kampf. Ja. Wie geht's dir mit dem Training? Sehr gut. Also wir haben noch zwei Wochen, muss noch Gewicht machen. Diese Woche das letzte Sparring dann. Ich bin jetzt schon bereit, dann ist, wie sagt man, entschlossen. Ja, ich merke das. Wir haben jetzt auch ein paar Szenen mit dir schon gedreht fürs Video, wie du dich aufwärmst. Ich freue mich schon auf den Kampf. Wirklich. Danke. Wir sind sehr gespannt. Sonst, wie bist du zum Boxen gekommen, Bruder? Erzähl mal. Zum Boxen, das ist schon lange her. 2004, wo ich nach Österreich eingereist bin. Ich habe einen Freund getroffen. Er ist damals boxen gegangen. Ich bin einmal mit ihm mitgegangen. Ich habe mir das zugeschaut. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und seitdem bist du voll drinnen? Voll drinnen, ja. Das ist 2004. Ja. Du hast auch das ein oder andere Turnier schon gewonnen? Ja, im Amateur viele Turniere. Soweit ich weiß, hast du auch in deinem Heimatland, in Tschetschenien? Ja, drei Jahre habe ich auch geboxt. Ja. Europameisterschaft habe ich auch geboxt. Master Sport. Ich habe mehr große A-Klasse-Turniere auch gewonnen. Auch in Chemnitz-Turnier habe ich auch gewonnen in Deutschland. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich erfolgreich war in Amateurboxen. Als noch wegen österreichischem Boxverband habe ich auch Probleme gehabt. Ich hatte eine Sperre, weil ich für Russland geboxt habe. Und dann wollte ich mich in Profiboxen probieren, weil mich seit ich im Amateurboxen war, hat mir jeder gesagt, du gehörst zu Profiboxen, du bist eine Maschine, du schlägst hart. Und, ja, es geht gut dabei. Alhamdulillah. Wie ich schon mit deinem Trainer vorhin besprochen habe, du bist ja im Mittelschwergewicht. Halbschwergewicht. Hast aber die Schlagkraft von einem Schwergewichtsboxer. Ich wollte es selber spüren, aber jeder sagt mir das. Ja, ich habe sehr harte Schlag. Ich habe auch vorhin auch gefragt, so deinem Trainer, haben Sie jemals die Schlagkraft von ihm gemessen? Und die Antwort war, es ist egal, ob dich 700 Kilo treffen oder 750 Kilo. Keine. Was sagst du dazu? Oder was sagst du dazu? Stimmt, ob dich 700 Kilo am Boden legen oder 750 ist auch schon egal. Macht keinen Unterschied mehr. Ob du so Sterne siehst oder so, ist auch gut. Sie trotzdem so. Die Genauigkeit, die Präzision und das Timing, das Feeling, das ist wichtig. Wie zufrieden bist du mit seinen Leistungen im Training? Ich bin eigentlich generell, abgesehen davon vom Sportlichen, bin ich auch menschlich sehr zufrieden. Ich finde, ich habe einen Menschen getroffen, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist in den 7 Jahren, was wir miteinander arbeiten. Und alles andere ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Wir arbeiten miteinander, wir verstehen uns, wir essen, wir trinken gemeinsam. Das ist etwas Schönes, das eigentlich mit dem Job nichts zu tun hat. Er liebt das, was er macht, ich liebe das, was ich mache. Und das verbindet und eint uns. Und das ist das Tolle daran. Ja, das ist
Sehr schön, das gibt es auch heutzutage auch nicht mehr so wirklich, weil viele Geschäftspartner oder viele Trainer sehen das eher als Business und nicht als seine Freundschaft. Na, oder schau, ich hab diesen Sport sekundär als Business gesehen. Ja. Wir machen das, was wir lieben, und wir leben unseren Traum. Und ich muss täglich zu Gott danken, dass ich diesen Traum leben kann. Ich arbeite in dem Business, wo ich gerne arbeite. Ich schufte, wenn ich gerne schufte. Und ich verdiene Geld, wenn ich gerne Geld verdienen will. Und ich arbeite mit Menschen zusammen, die mir was bedeuten. Alles andere ist irrelevant. Wenn ich an etwas nicht glaube, dann werde ich auch nicht 100% geben. Absolut. Und das ist das. Wenn du ihn jetzt mit 3 Wörtern beschreiben müsstest, wie würde es aussehen? So? Was macht ihn so besonders als Menschen, als Sportler und als Individuum? Was macht ihn als Menschen besonders? Er hat das Gefühl, das Richtige zu tun. Das muss sein, Bro. Bei den Georgiern sagt man, weißt du, einen Spruch, wenn du der größte Baum werden willst, müssen deine Wurzeln ganz tief sein. Und wir haben das. Wir kommen beide aus dem Nichts. Und wir haben etwas geschaffen, was für viele nichts Besonderes ist, aber für uns ist es schon was Besonderes. Gott sei Dank sind wir nicht mehr dort, wo wir waren. Wir werden weitergehen. Ja. Mit Gottes Hilfe. Und wie soll ich ihn beschreiben? Er hat ein Feingefühl, in gewissen Momenten das Richtige zu machen. Menschlich. Abgesehen vom Sport. Er hat ein großes Herz und vor allem er hat ein gutes Herz. Er hat nichts Bösartiges in sich. Absolut. Sportlich gesehen, wenn ich seine Leistungen sehe, sein Riesenplus ist seine körperliche und mentale Stärke. Wenn dieser Mensch 6 Monate nicht trainiert, er schlägt dich trotzdem. Warum? Weil sein Charakter das nicht zulässt, zu verlieren. Ja. Und das ist eigentlich das ist die Essenz vom Boxen. Wenn du jemanden findest im Boxsport, der nichts kann, aber einen Charakter hat und kämpft ums Überleben bis ins Letzte, und dem bringst du das Boxen bei. Und er hat das mitgebracht, der Rest hat er gelernt in 2004, heute ist 2023, in knappen 20 Jahren Boxerfahrung, hat sich das entwickelt. Und weißt du, beim Boxen ist, wenn du 2-3 am Tag trainierst und die Leute sagen, boah, du bist super, das sollte normal sein, dass du super bist. Wenn du 3 am Tag trainierst und du bist schlecht, dann passt irgendwas nicht. Absolut, aber bei vielen Menschen ist es auch so, die trainieren dann 2-3 am Tag und werden dann überheblich, zu selbstsicher, sehen das als selbstverständlich. Bei ihm ist das zum Beispiel gar nicht der Fall. Er ist so ein richtig bodenständiger, ruhiger Mensch. Bei ihm und bei mir auch nicht. Solche Leute können uns nicht einmal 1 Millimeter an uns ran. Weil das, was wir gar nicht mögen, ist diese Überhebliche. Bleib am Boden. Ja. Bleib am Boden. Dir hat Gott etwas mitgegeben, mach das Beste draus. Absolut. Mach was Gutes, sei ein Vorbild für Jugendliche. Mach das, was du machst, mit Liebe und mit Erfolg ist programmiert. Stimmt. Ja, das ist gute Art auf jeden Fall. Tolle Worte gerade von deinem Trainer. Du hast ja gerade schon gesagt, wie du zum Sport gekommen bist, zum Boxen, durch einen Freund von dir. Ja. Was liebst du so sehr an deinem Sport? An meinem Sport, erstens, es haltet mich fern von schlechten Sachen, Alkohol, Drogen, was weiß ich, es gibt viele Sachen, kennen wir nicht so gut aus. Es hält mich Disziplin, mentale Stärke. Ich bin immer selbstbewusst, egal was ich mache, egal wo ich hingehe. Selbstschutz, selbstbewusst. Ich mag das sehr. Ist auch wichtig. Ja, und egal wo du hingehst, ich krieg Respekt. Verstehst du? Das ist auch wichtig, aber wir leben auch in gefährlichen Zeiten. So ich sage nicht, jeder Sportler bekommt das, aber. Aber Bruder, bei dir hat es ja auch viel zu tun mit deinem Charakter. Genau, ja, das hast du jetzt auch schön gesagt. Nicht jeder Sportler kriegt so viel Respekt wieder zurückgegeben, wie der er ihn gibt. Das ist so, wie man in den Wald reinschreitet, so kommt sie auch zurück. Genau, du begegnest jeden Menschen, egal ob alt, jung. Ob er Trinker ist oder sonst was, du begegnest jeden Menschen auf Augenhöhe, immer mit Respekt. Deswegen erwidern das auch viele Menschen. Also stimmt. Was ist das? Das macht dich ja so besonders. Wie hast du es geschafft, so weit zu kommen in dem Sport? Du bist ja 14 K.O.s. So. Haben wenige Boxer in ihrer Karriere.
in Ihrer gesamten Karriere? Du bist ja noch erstens so mit Allahs Hilfe, zweitens mit Isaac. Ja, ich habe ihn damals, wo ich zu ihm ersten Mal gegangen bin, ich habe ihm gesagt, Isaac, ich kann dir nicht versprechen, dass ich so weit schaffen kann, oder? Aber irgendwann, wenn es nicht klappt, sei mir nicht böse. Und er hat mir gesagt, es ist kein Problem. Er wird das einem verstehen. Also, wir sind seitdem gut unterwegs und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und wir sind gut unterwegs. Er schmunzelt auch gerade, wie ich sehe. Es auch. Ja, weil ich ihm damals gesagt habe, bei mir gibt es nichts, was nicht klappt. Alles, was ich angreife, klappt. Und ich habe diese Wörter in mir drinnen manifestiert, weißt du, das ist ja bei mir drinnen. Mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe. An alles, was ich glaube, bis jetzt, Gott sei Dank, habe ich auch überwältigt und geschafft. Wir sind dort, wo es eigentlich in der österreichischen Boxgeschichte noch niemand jemand gegeben hat. Wir waren in der WBC Nummer 14 der Welt. Wir waren im Boxrec Nummer 18 der Welt. Wir waren im IBF-Ranking Nummer 12 der Welt. Das hat es noch nie gegeben. Dort hast du nur Amerikaner, Kubaner oder was auch immer gesehen. Jetzt siehst du dort eine österreichische Flagge. Wahnsinn. Weißt du? Aber es ist schon erheblich, was wir gemacht haben. Aber mir ist das noch zu wenig. Ich will, und er genauso, ich will das letzte Mögliche versuchen, um ganz an die Spitze zu kommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es gibt im Moment viele Blockaden. Das ist politisch, weil wir einen russischen Pass haben und so weiter, aber ja, genau. Das wird sich auch alles lösen und wird alles funktionieren. Wie weit willst du noch kommen? Hast du jetzt gut angeknüpft? Ja, das Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ich will auf jeden Fall Weltmeister. Ja. Inshallah. Ich habe so viel geschwitzt dafür. Genau. Ich will es endlich mal schaffen. Und wenn ich auch nicht schaffe, Alhamdulillah, ich bin zufrieden. Ich kann ja nichts sagen, aber es ist mein Ziel, Weltmeister zu werden. Inshallah. Wie siehst du den Boxsport in Österreich und wie ist die Strategie, ein erfolgreicher Profi-Boxer zu werden? Also was ist die Strategie, wenn du sie jetzt... Das ist eine Frage an Isaac. Glaube ich ja an Isaac. Ja. Wie sehe ich den Boxsport? Schau, wir haben in Österreich, dadurch, dass wir sehr viel Zuwanderung haben und dadurch, dass wir sehr viel multikulturell gemischt sind, was ich auch toll finde, haben wir sehr viele Sportarten integriert. Ja. Es sind Leute gekommen mit extrem großer Sporterfahrung. Dieses Boxen, was es heute gibt in Österreich, hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Da haben die Leute zweimal in der Woche Boxen trainiert und haben sich... Ja, gab es so nur ein Gym, das war der Boxen nur Favorit? Nein, es hat mehrere Gyms gegeben, aber es war nicht so etabliert und nicht so qualitativ hochwertig wie heute. Heute gibt es Gyms und Top-Trainer und wirklich gute Amateur-Gyms, die wirklich auch klasse arbeiten. Aber es ist halt ein bisschen monopolisiert auf den Amateursport und bei den Amateuren wird fleißig gearbeitet. Es werden auch gewisse Erfolge erzielt. Aber ich finde, die Struktur passt nicht. Woran liegt das? Ja, woran liegt das, dass in Österreich, das höre ich jetzt nicht nur von Boxern, sondern auch von guten Fußballern, von guten Basketballern, dass der Sport hier nicht so gefördert wird, wie er eigentlich sollte? Schau zum Beispiel... Es ist es hat was mit, ich will niemanden schlecht reden oder so, aber es hat was mit Egoismus zu tun. Wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung plane und ich weiß, in diesem Gym ist ein guter Junge und er hat wirklich, möchte ich, dass er boxt. Ja. Ich biete ihm die Bühne. Ja. Ich lasse nicht nur meine 6 Leute, weil es nur aus diesem Haus ist. Ich will die Besten. Ja. Bitte wirklich die österreichische, ehrliche, gerade der Spitzensport im Boxen. Ja, aber nur so kann man sich doch entwickeln. So kann man sich, es geht nur miteinander. Wenn man alleine ist und man sich abgrenzt, wird man immer kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann steht man leer da. Weißt du, ich bin so aufgewachsen, mach deine Hand auf. Ja, ja. Zumachen kannst du sie immer. Und um das geht. Den Profisport sehe ich wiederum anders. Wenn du als Profi durchstarten willst, musst du einen Businessplan haben. So wie als ob du ein Geschäft in die Hand nimmst und sagst, das brauche ich, das habe ich, das kann ich, wie weit will ich gehen? Es gibt viele Leute, Journeymans, die spazieren als Profis, verdienen ein bisschen Geld, dort verdient er 2000, da verdient er und hat einen passablen Rekord. Wir wollen natürlich an die Spitze. Und
die Spitze zu boxen, ist extrem teuer. Extrem teuer. Damals die Titelkämpfe, das ist, möchte ich jetzt nicht in Euro nennen, das hat sehr, sehr viel Geld gekostet, diese Titel überhaupt nach Österreich zu bringen. Und das ist nicht leicht. Wirklich nicht leicht. Jeder sieht den Erfolg, aber die Arbeit dahinter sind immer weniger. Ja, es war schwer, aber wir haben es geschafft. Sonst würden wir nicht dort sein, wo wir heute sind. Und du musst, wenn du als Profi bist, entweder eine gute Hand neben dir haben und es gemeinsam machen, oder du musst jemandem so vertrauen, dass du sagst, du, der schickt mich nichts ins Feuer oder der beklaut mich nicht oder was auch immer, dass du sagst, gut, ich füge mich und schauen wir mal, was passiert. Und Österreich und der Box-Profisport ist eine schwierige Sache. Ist noch ausbaufähig. Sehr schwierig. Weil du bist so ambitioniert und viele wissen nicht, was dahinter steht. Der eine geht normal arbeiten, der Boxer trainiert wie ein Pferd und hat vielleicht 3 Kämpfe im Jahr und lebt von... Ja, es ist schwer. Es ist, du hast eine sehr schwierige Zeit zu überbrücken. Und es gibt keine Garantie dafür. Ja. Weißt du, es gibt nicht. Ja. Danke für diese klare, bitte, bitte, ehrliche Antwort. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Bitte. Magst du deinen Trainer? Er wird jetzt Nein sagen. Soll es zwischen uns bleiben? Ja. Ich habe gewusst, er sagt ja. Also, ich mag ihn sehr, ehrlich gesagt. Aber auch wenn er vor mir sitzt, ich mag ihn sehr. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, auch businessmäßig. Früher habe ich ein bisschen gegriffen, jetzt greife ich richtig. Das ist wegen ihm. Also, vom Guten lernt man gute Sachen. Also, aber ich habe von ihm auch sehr viel gelernt. Also, wir haben beide. Gut. Egal, was passiert, egal, ich rufe ihn an, er gibt mir immer gute Rat. Ebenfalls, ich kann genau dasselbe von ihm sagen. Ihr habt auch nicht nur eine Trainer-. Nein, wir haben Bruderschaftsbeziehung. Das ist einmal das Erste. Ja. Das muss einmal passen, meiner Meinung. Das muss passen und der Rest ergibt sich dann. Ja. Das ist, ich muss mit dir. Man merkt das auch, ihr vibes halt ziemlich gut miteinander. Ja. Also man merkt das auch so, die Energie und die Art, wie wir miteinander umgehen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole. Was sagst du zu deinem neuen Zuhause, das Hero Gym? Ich befinde mich hier gerade das erste Mal, es ist hier ein unglaubliches Gym. Erstens, am Anfang habe ich mich nicht so gewöhnt gefühlt, aber jetzt habe ich mich gewöhnt, es ist schön. Die Stimmung ist auch sehr schön. Und egal wo ich mich befinde, ich brauche meinen Trainer, egal ob das 20 Quadrat ist, ich fühle mich dort den Trainer und den. Wie soll ich sagen, denn das Umfeld ist wie fast. Ja. Ich bin selber aufgewachsen in einem ganz kleinen Gym und ich vermisse noch immer mein Gym. Es hängt nicht ab, wie groß das Gym ist und wie schön das ist. Es hängt ab, wer drinnen ist. Genau. Ja. Er sagt, zeig mir, mit wem du bist und ich sage, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sage dir, wer du bist. Ja. Aber mit dem Hero haben wir genau den richtigen Zug gemacht. Erstens menschlich gesehen und zweitens auch sportlich gesehen. Wir werden unterstützt. Es ist ein gutes Gym. Es sind sehr, sehr gute Leute dahinter, die ambitioniert planen und versuchen. Sehr schlaue Köpfe sind dahinter und die den Boxsport generell Kampfsport weiterbringen möchten. Mit sehr, sehr vielen Ideen, mit sehr viel Know-how und natürlich auch mit dem finanziellen Background. Das ist auch ganz wichtig. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Gym. Ja, ja. Glückwunsch dazu, dass ihr jetzt danke vielmals endlich angekommen seid, danke, dass ihr euch sehr wohl fühlt. Und dann habe ich noch eine letzte Frage so von unseren Zuschauern. Und dann haben wir eine Instagram-Frage gestartet, okay, dann würde ich da weitermachen. Auf was freust du dich am meisten nach deinen Kämpfen? Was ist so das Erste, was du machst? Soll ich beantworten? Nachdem du gewonnen hast. Palacinke von erster Beziehung. Genau. Oder? Ja. Aber nur im Winter. Winter. Wo gehst du dann? Die ist auf der Roten Turmstraße, diese Ja, ich weiß schon. Ey, jetzt muss. Roten Turmstraße, Palacinke, jetzt musst du sponsorieren. Die Palacinke. Jetzt bin ich wieder auf die Jesus. Ja, extrem. Wirklich? Ja, ich bin. Wahnsinn. Vielleicht finden wir so eine Einigung mit irgendeinem Sponsoring. Es gibt ja so
kennt so Süßigkeitenläden, die ausländische... Dieser Palacinque, der Chef, hat gesagt, er hängt ein Bild auf in seinem Geschäft, weil jeden Tag dort war. Ich habe ihm schon angenommen, er tut das posten. Diese Palacinque, ja, hör auf, endlich mit dieser Palacinque. Ja, vielleicht, wenn nach deinem Kampf am 18. Februar, inshallah, bringen wir dir... Gehen wir zusammen. Das sowieso, wir, ja. Aber wir bringen dir ein paar ausgefallene Süßigkeiten. So, gut, super, super. Danke dir. Okay. Jetzt haben wir eine kleine Fragerunde auf Instagram gestartet und da sind einige Fragen reingekommen. Ich habe mir so die wichtigsten mal rausgesucht. Das ist eine Frage von einem Haris reingekommen. Steht der Kampf gegen Bernardin noch? Wer ist Bernardin? So, dieser Albaner. Darf ich diese Frage beantworten? Ja. Also Bernardin, wir kennen beide Bernardin. Er ist kein schlechter Junge. Ich finde, er hat einen Fehler gemacht damals, dass er Mansur herausgefordert hat. Das war höchstwahrscheinlich die Idee von seinem damaligen Trainer. Und hat eigentlich nicht gewusst, auf was er sich einlässt. Er ist kein schlechter Sportler, er ist ein halbwegs guter Boxer, finde ich. Ist okay, aber er ist bei allem Respekt viel zu weit entfernt von Mansur El-Saif. Würde er mit Mansur El-Saif boxen, würde er nach diesem Kampf aufhören zu boxen. Und ich glaube, dass ihm das dann selber bewusst geworden ist und dass er dann gesagt hat, du, ich brauche für so einen Kampf, wenn überhaupt, noch viel mehr Zeit, viel mehr Erfahrung, viel mehr Praxis, viel mehr das. Und schauen wir sind offen für das. Also wir sind ich hier. Ich war immer bereit für diesen Kampf. Sie haben gesagt, es war von Trainerseite ist das, aber ich verstehe mich eh gut mit ihm. Ja, wir verstehen uns gut. Wie gesagt, er ist ein guter Kerl, er ist kein schlechter. Aber ich finde, der Kampf gegen El-Saif wäre für ihn viel zu früh. Ich glaube, er braucht das nicht selber. Vielleicht passiert es ja noch in ferner Zukunft. Aber weißt du, was ich schade finde? Dadurch, dass das so gekommen ist, diese Herausforderung und dieses Getue und hin und her, wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es für uns toll, mit ihm als Sparringspartner zusammenzuarbeiten. Wäre das nicht passiert, wäre es damals nicht so gegangen, wäre es super mit ihm als Sparringspartner. Wir brauchen Leute, wir brauchen Sparringspartner, wir brauchen Leute in seinem Gewicht, das ist sehr schwierig. Ich muss Sparringsleute einfliegen lassen oder von irgendwo außerhalb Österreichs holen und sie bezahlen. Und er braucht Sparring, wir brauchen Sparring. Es wäre nicht schlecht. Eine Hand wischt die andere. Ja, auf jeden Fall, weil es geht nur eigentlich miteinander. Ja. Verstehe. Die Frage hat sich eigentlich schon von selbst beantwortet, von Saifullah. Was sind deine Ziele im Boxen? Noch, das beantworte ich jetzt mal für dich, Weltmeister zu werden. Inshallah. Murat Isalev, wenn ich das nicht falsch ausspreche. Was wolltest du mal als Kind werden? Als Kind? Wir haben alle diese Träume gehabt als Kinder. Was war deiner? Bro, ich habe zwei Kriegs erlebt. Damals hatte ich keine Träume, ehrlich gesagt. Ich war immer neben meinem Vater, ich habe alles gemacht. Mit ihm immer neben ihm zu stehen und ihm zu helfen. Danach, seit 2004, wir sind 2004 direkt von Tschetschenien nach Österreich. Ich bin Mutter und Bruder eingereist. Seitdem wollte ich nur Boxer werden. Ich habe aber Hauptschulabschluss abgeschlossen und dann Lehrer habe ich wegen Boxen abgebrochen. Leider aber es ist. Aber auch irgendwie nicht leider, weil du schaust, wo du gekommen bist, Bruder. Ja, das hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Dann haben wir eine Frage von Wien-Omar. Es gibt, kennst du Ringlife? Sagt ihr das? Sparring mit Ringlife? Das ist ein YouTuber, der Gäste interviewt, er macht mit ihnen 2 Minuten, 3 Minuten. Er war früher Boxer. Okay. Und hat jetzt sein Content aufgemacht, wo er mit. Ich glaube, ich habe es kommentiert. Ja, hast du kommentiert, 24/7 jede Zeit. Also Ringlife, wenn du mal Bock hast auf ein interessantes Interview mit einem Profiboxer, kannst du dich gerne bei Instagram melden oder bei Mansur. Vielleicht kämpft er dann irgendwann gegen Jake Paul, wenn er sich. Weißt du, wie viel Geld der verdient, dieser Jake Paul? Das ist ja geisteskrank. Der hat ja gegen Anderson Silva gekämpft, hat dadurch, glaube ich, 4 Millionen gemacht. Heute ist Instagram, ich muss auch Instagram machen. Instagram, YouTube, das ist die Zukunft. Wirklich. Ich brauche auch Instagram, ich habe kein Instagram. Wir machen dir gleich eins. Nein. Wir haben eine Frage von Musti bekommen: Willst du mal dein eigenes Boxgym aufmachen? Ja.
das habe ich vor. Irgendwann mal, wenn ich mit Boxen aufhöre. Mit Isaks zusammen. Schauen wir. Auf jeden Fall, er muss mehr. Schauen wir. Euch gibt es ja nur im Doppelpack. Uns gibt es im Doppelpack, aber schau. Es geht uns sehr gut hier. Ja. Es geht uns wirklich sehr gut hier. Und wir werden sehen, was die Zeit bringt. Genau. Er hat ja noch genug Zeit, so Gott will, zu boxen. Er ist jetzt, übrigens, er ist gestern 32 Jahre alt geworden. Happy Birthday, du Jo. Ich wünsche dir offiziell auf YouTube nur das Beste, mein Bruder. Viel Gesundheit, bleib ein Vorbild für Jugendliche, ein Meister im Leben, ein Champion im Ring. Und so musst du weiterleben. Danke. Ja? Hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Sonst nee, nix. Wer sind die Top 3 Boxer in Österreich aktuell für dich? Es sind mehrere, aber Top. Top jetzt, was ich jetzt weiterhin in der Zukunft auch sehe, also das ist ein Freund von mir, Triton. Familienname. Isenai. Triton Isenai. Und Omar Djambeko ist auch gut unterwegs. Er hat jetzt einen Amerika-Vertrag bekommen. Die anderen kennen wir ja schon. Markus. So, ja. Was war dein erster Verein, wo du geboxt hast? All Fighters. Oh, ich vermisse den Gym. Er hat meine Kindheit belebt dort. Wirklich, wir haben so ein Team gehabt. Wahnsinn. Ja, an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke euch für das Interview. Wir freuen uns auf den Kampf, Bruder, am 18. Willkommen, inshallah, nach voller Aufnahme. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank. Danke, Bro. Danke vielmals. Danke, Bro. Danke euch. Was? Ah, noch eine Frage. Tyson oder Ali? Ali. Das war zu lange überlegt. Weißt du warum? Tyson, seine Karriere, einer vom besten Boxen. Also seitdem er diesen Biene-Anzug angezogen hat, ich habe den Respekt zu ihm verloren. Das war nicht schön von ihm. Kennst du dieses Video? Ja. Das war alles kaputt gemacht. Danke euch. So ein großer Name. Und jetzt singen wir Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Mansur. Happy Birthday to you!